40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute haben wir Halbzeit. Today we have half time. Tag Nummer 20. It's the day number 20. Das Thema heißt das Alte zurücklassen. And the theme for today is to let go of the old. Reich Gottes und das Alte zurücklassen gehören zusammen. Kingdom of God and to let go of the old belong together. Du kannst dir das Alte festhalten. You cannot hold on to the old. Das Alte muss man zurücklassen. The old one you have to let go. Und das Neue annehmen. And the new one you have to embrace. Jesus ist sehr radikal in dieser Aussage. Yes, Jesus is very radical with this message. Sehr entschieden in diesem Punkt. He's very determined. Und er sagt in Lukas Kapitel 9, Vers 60. And in the Gospel of Luke, in the first chapter, verse 60, he says. Jesus sprach zu ihm: Lasst die Toten ihre Toten begraben. Jesus said unto him, let the dead bury their dead. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. But you go and you preach the kingdom of God. Und er sagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. He says, let the dead bury their dead. Aber du verkündige das Reich Gottes. You preach the kingdom of God. Ja, das Reich Gottes ist wichtig. Kingdom of God is very important. Die Leute mussten das Alte zurücklassen. The people had to let go of the old. Um das Reich Gottes zu verkündigen. In order to preach the kingdom of God. Jetzt wollen wir mal schauen, wie hat Jesus die Jünger berufen? Now let's see how Jesus called his disciples. Wir wollen zusammen lesen in Markus Kapitel 1. We want to read together in the Gospel of Mark in chapter 1. Und dort steht im Vers 16 drin. And in verse 16 we read here. Als er aber an den See von Galiläa entlang ging. Now as he walked by the Sea of Galilee. Sah er Simon und dessen Bruder Andreas. He saw Simon and Andrew, his brother. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Casting a net into the sea, for they were fishers. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. And Jesus said unto them, come ye after me, and I will make you to become fishers of men. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. And straight away they forsook their nets and followed him. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. And when he had gone a little farther thence, he saw James, the son of Zebedee, and John, his brother. Die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Who were in the ship mending their nets. Und sogleich berief er sie, und sie verließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. And straight away he called them, and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants and went after him, after Jesus. Jesus beruft seine Jünger. Jesus is calling his disciples. Er sieht die Fischer. He sees the fishermen. Komm und folge mir nach. Come and follow me. Die Leute sind sofort bereit. And the people are immediately ready. Sie lassen das Alte zurück. They leave the old behind. Um das Bessere zu empfangen. To receive something better. Das Reich Gottes. The kingdom of God. Dann wird es noch heftiger. And then it's even getting worse. Ja, hier kommt Jakobus und Johannes werden berufen. James and John, ja. The brother. Genau, die werden berufen. They are called. Und der Vater heißt Zebedäus. And the father of them is called Zebedäus. Und sie sind gerade dabei, auf ihrem eigenen Schiff gerade zu fischen. And they were just in the process of catching fish on their own ship. Ja, und da ist der Vater Zebedäus. And there's the father Zebedee of those und two men. Und Jesus sagt, folge mir nach. And Jesus said, follow me. Jakobus und Johannes kommen direkt zu Jesus. James and John come directly to Jesus. Und sie verlassen ihren Schiff. And they leave their ship. Mit allen Tagelöhnern drauf. With all their hired servants. Und sie verlassen ihren Vater. And they leave their father. Wegen einem Ziel. With one goal. Das Reich Gottes. The kingdom of God. Manche Entscheidungen sind sehr gravierend. Some decisions in our lives are very, very strict. Und sie verändern alles. And they change everything. Manche Entscheidungen verändern alles. Some decisions change your whole life. Und ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Teilweise haben die ihre Familien losgelassen. Partially they have let go of their families. Manche haben ihr Job gelassen. Some have left their jobs. Nur um das Reich Gottes zu bauen. Only to build the kingdom of God. Um Jesus Christus nachzufolgen. To follow Jesus Christ. Reich Gottes und das Alte zurücklassen gehören zusammen. Kingdom of God and to leave the old belong together. Vielleicht ist bei dir nicht so. Maybe it's not like this du arbeitest schon immer im gleichen Betrieb.
You have been working in the same company. Bist immer in der gleichen Familie. Always in the same family. Alles ist wunderbar. All is wonderful. Und vielleicht ruft Gott dich auf, das Alte zurückzulassen. And maybe God is calling you to let go of the old. Aber in deinen eigenen Bereich. But in your own area. Und dieser Name heißt Vergebung. And this area means forgiveness. Vielleicht hat jemand dich verletzt. Somebody has offended you. Und du erinnerst dich immer noch an 1900 irgendwann. And you still remember in 19 sometime. Jemand hat mich verletzt. Somebody has hurt you. Und er hat etwas gesprochen zu mir. And he has spoken the wrong words. Und to das me. Ist geschehen und das ist geschehen und das geschehen. And this has happened and this has happened. Du erinnerst dich noch genau daran. You can remember exactly what happened. Jesus ruft dich auf. Jesus is calling you. Lass das Alte hinter dir. Leave the old behind you. Vergib dieser Person. Forgive this person. Lass es hinter dir. Leave it behind. Paulus. Sagte, ich erachte es alles als Dreck. Paul said, I consider it all, and he really says, I call it shit. Für das Reich Gottes. To gain the kingdom of God. Und dann sagt er, ich vergesse, was da hinten ist. He says, I forget what is here behind. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. And I'm looking forward what is ahead of me. Paulus wusste, er wird sein Ziel nicht erreichen. Paul knew he will not reach his goal. Er wusste, er wird nie in seine Berufung hineinkommen. He knew he will never come into his calling. Wenn er nicht das Alte vergisst. When he doesn't forget the old. Um nach vorne zu schauen. To look ahead. Er war ein Mörder. He was a murderer. Er war bereit die Christen zu töten. He was ready to kill the Christians. Er war verantwortlich für die ganze Verfolgung da. He was really very much in charge of all the persecution. Und er war bereit, sich selber zu vergeben. And he was ready even to forgive himself. Und er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. I forget what is behind. Denn da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Because there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ich bin in Jesus Christus. I am in Christ Jesus. Bin eine neue Person. I am a new person. Das Alte ist vergangen. The old has left. Neues ist geworden. New life has come. Für jeden bedeutet es was anderes. For everyone it means something else. Manche verlassen ihre Familie. Some leave their family. Manche verlassen ihr Land. Some leave their land, aber their country. Their country, ja. Aber man kriegt immer das Beste. But you gain the best. Maria hat sich entschieden, auszuwandern und nach Afrika als Missionarin zu kommen. Yes, I have decided to follow Christ to Africa. Und sie hat das Beste bekommen. And I got the best. Ich wünsche dir von Herzen, I wish you from the very best. Dass du bereit bist, das Alte hinter dir zu lassen. I pray for you that you are ready. I pray from my heart that you are ready to leave the old things behind. Und dass du bereit bist, das Beste zu empfangen von Jesus. And that you are ready to receive the best from Jesus. Für manche heißt es, seinen Eltern zu vergeben. For some it means to forgive your parents. Für manche heißt es, sich selber zu vergeben. For some it means to forgive yourself. Und für manche heißt es tatsächlich, seine ganze Familie zu verlieren. And for some it means to lose your whole family. Wir kennen so viele Christen in den verfolgten Ländern. We know so many people in persecuted und sie countries. Hören das Wort Gottes. And they hear the word of God. Und die Eltern von denen kommen zu ihnen. And the parents of them come sagt, to them. Ihr seid nicht mehr unsere Kinder. And they say, you are not no longer our children. Und sie lehnen sie ab. And they totally reject them. Und die Leute, die sich entscheiden für Jesus Christus, and the people that commit themselves to Jesus sie zahlen Christ, einen hohen Preis dafür. They pay a high price. Aber sie wissen eins. But they know one thing. Ich erreiche das Beste. I reach the best. Ich bekomme das, was Gott für mich vorbereitet hat. I get what God has prepared for ich möchte dich ermutigen. I want to encourage wenn du im Reich Gottes, when you in the kingdom of God, wenn du durchbrechen willst, when if you want to break through in the kingdom wenn of du voll in deine Berufung reinkommen when you willst, want to come fully into your calling, sei bereit, be ready, das Alte hinter dir zu lassen. To leave the old behind you. Und Paulus sagt es, ich habe es schon gesagt, ich vergesse, was da hinten ist. And Paul said, I forget what is behind me. Streck mich aus nach dem, was vorne ist. I am reaching out to what is ahead of me. Ich wünsche dir von Herzen, I wish you from the bottom of my heart, dass du das Alte zurücklässt. That you leave behind the old. Und auf das Beste zugehst. And you advance towards the best. Weil du genau weißt, because you know exactly. Gott hat das Beste für mich vorbereitet. God has prepared the best for you. Vertraue ihm. Trust him. Vertraue ihm in allen Umständen. Trust him in all circumstances. Er hat das Beste für dich vorbereitet. He has the very best prepared for you. Und ich bete für dich, and I pray for you, dass das Alte hinter dir gelassen wird. That you are leaving the old behind. Und du bist bereit, das Neue zu empfangen. And you are ready to receive the new. Und vergiss niemals, and never forget, du bist höchst begünstigt, you are highly favored, tief geliebt, deeply loved, und mächtig gesegnet. And
powerfully blessed. Amen. Amen.